In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog von mir, ja. Also von uns. Ich habe bei DM bestellt, online das erste Mal. Jetzt machen wir mal ein DM-Haul. Das ist auch viel. Also ich habe für knapp, also für über 40 Euro bestellt. Ich wollte euch mal zeigen, was ich gekauft habe. Ab 39 Euro könnt ihr ja kostenlos bestellen. Und ich habe 2 Pakete bekommen. Übrigens lädt ein Video hoch, deswegen ist mein MacBook an. Machen wir das mal auf. Als erstes einmal Schwammtücher. Die haben wir wieder gebraucht von Profissimo. Dann zweimal von Jessa Binden. Ganz normale Binden. Dann einmal den Badreiniger von Denk mit. Da hat eine Zuschauerin mir geschrieben, dass der super ist. Deswegen habe ich den jetzt mitgenommen mit frischem Duft. Dann haben wir einmal Küchenrolle, die bei uns nie fehlen darf. Dann habe ich zweimal Allzwecktücher mit Granatapfelduft. Das haben mir jetzt so viele empfohlen. Deswegen habe ich gedacht, komm, nimm das mal mit. Wenn das nicht gut ist, dann brauchst du das nicht nochmal nach. Dann einmal Klopapier. Wattestäbchen, die haben wir auch wieder gebraucht. Dann einmal Denk mit Essigreiniger. Kalkreiniger, der darf bei mir auch nie fehlen. Ich kaufe eigentlich immer den von Lidl oder Aldi war das. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Also ich dachte mir, ich bestelle das direkt damit. Dann einmal, ich wollte das mal ausprobieren, Denk mit Feinwaschlotion. Ich will mal gucken, wie das riecht. Riecht ganz gut. Ja. Also wenn mir das gefällt, dann werde ich nur noch das kaufen. Dann einmal Raumparfüm. Da bin ich auch mal gespannt, wie das riecht. Ich will das jetzt nicht rumsprühen, weil Lia schläft. Dann einmal Weichspüler mit Blütenfantasie. Da bin ich auch gespannt. Ich benutze eigentlich immer den von Softlan. Der riecht auch gut. Ja. Gut, ne? Au! Ja, dann haben wir noch eins. Und zwar einmal den hier. Das ist jetzt mit Mandelblüte. Ist der? Also das Gelbe gefällt mir dann doch besser. Ich habe nicht mehr so viel Apfel, ich muss jetzt das geben. Dann habe ich ein paar Shampoos bestellt. Und zwar einmal Family Shampoo Früchtetraum. Hanne. Einmal eine Feuchtigkeitsspülung von Balea. Hanne. Für Lina. Ist das für Lina? Ja. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall Dusch und Shampoo Dream Big. Das riecht gut. Ja. Einmal das. Das ist auf jeden Fall für Lina. Halfpipe duftet nach großen Abenteuern. Das ist eigentlich ein Jungenparfüm. Ja. Nochmal das. Na? Und nochmal Feuchtigkeitsspülung. Na? Spülung kann ich nie genug haben. Und das letzte im ersten Karton. Oh. Feuchttücher, direkt mal 12 Stück. Weil davon kann man auch nie genug haben. Dann habe ich das lieber zu Hause, anstatt das mal wieder nachzukaufen. So, dann im zweiten Karton haben wir einmal von Alverde das Magazin. Baby. Da ist übrigens der Gebiet drauf. Dann einmal Pampers für Lia. Dann habe ich für Lina einmal diese Früchte-Riegel bestellt. Zweimal Magnesium, weil ich noch was aufmache. Ich bestelle das dann für meine Schwiegereltern. Dann einmal Nagellackentferner. Ich dachte, das ist jetzt ein bisschen größer, aber naja, okay. Einmal eine Duftkerze. Wattepads. Äh,
nochmal zwei Spülungen mit Seidenglanz. Und für Audel ein Shampoo. Ich sehe gerade, der ist ein bisschen ausgelaufen. Mama Nina. Fresh Shampoo. Mama Nina. Ja. Für Lia Löffel. Die kann Lia natürlich auch benutzen, wenn sie Joghurt ist. Aber weil ich ihr diese Tropfen manchmal gebe, brauchte ich diese Löffel hier und nicht unsere Teelöffel aus Metall. Dann einmal so ein Nagelhärter, den habe ich gebraucht. Und mein liebstes Eyeliner. Das war's auch. Mehr habe ich nicht gebraucht. Das war's, ne? So, ihr Lieben, Lina hat ein riesen Paket bekommen. Und Lia natürlich auch. Von Beluga. Da ist auch etwas für euch drin. Wir machen das mal zusammen auf. Wow, schau mal. Hier ist eine Kaffeemaschine. Wie toll. Einmal eine Kaffeemaschine von der Reihe Small Cousin von Beluga. Dann, wow, sehr schön. Dann einmal ein 16-teiliges, hier steht sogar Verlose mich drauf. Ach, das ist für euch. Super. Ein 16-teiliges Set. Das ist reingefallen. Für Lina. Guck mal, das ist für dich. Damit kannst du uns Kaffee machen. Ja. Dann haben wir hier einen Stabmixer-Set. Die drehen sich übrigens auch. Das funktioniert alles mit Batterien. Mit echter Mixfunktion, Inhalt, Stabmixer und Mixbecher. Batteriebetrieben. Batterien müssten wir aber zu Hause haben. Dann für Lia einmal diese Motorikbox von Beluga. Ich finde Motorikboxen sehr, sehr wichtig für Kinder. Lina hatte das leider nicht. Ich weiß auch nicht warum. Aber Lia kann jetzt auf jeden Fall mit Lina zusammen spielen. Da kann man dann Sachen reinschmeißen, also nach Formen. Dann sind hier so Zahnräder, hier sind Autos. Richtig schön. Ich fand sowas schon immer schön. Und das letzte ist so ein Steckpuzzle. Also, wie nennt man das noch gleich? Ja. Steckspiel aus bunt lackiertem Holz. Richtig toll. Das könnt ihr gewinnen. Dafür müsst ihr einfach nur reinschreiben, für wen ihr das gewinnen wollt und was eure Kinder gerne damit spielen würden. Oder ob eure Kinder mit sowas gerne spielen. Also Lina liebt ja sowas. Sie macht schon alles hier auf. Soll ich das aufmachen? Willst du damit spielen? Wir brauchen aber Batterien. Ja, wir brauchen Batterien. Ich hole mal Batterien, dann kannst du damit spielen, okay? Ja, Schatz. Ja, okay, Schatz. Warte, ich hole kurz Batterien. So, Lina ist jetzt fleißig am Spielen hier. Ich wollte euch mal kurz die Kaffeemaschine zeigen. Die ist so toll. Lina, warte kurz, ja? Und zwar macht ihr die hier hinten an. Die ist jetzt schon an. Und dann könnt ihr einfach hier drauf drücken. Hier ist auch eine Lichtfunktion dabei. Dann könnt ihr hier einstellen, was ihr trinken wollt. Hier könnt ihr Wasser reintun, wenn ihr wollt. Das macht man dann hier auf. Aber nur, wenn ihr wollt, ne? Wenn nicht, dann nicht. Warte, ich krieg das jetzt. So. Warte, Schatz, warte. So, dann leuchtet hier das Licht. Seht ihr das? Da leuchtet das Licht. Das ist die Kaffeetasse mit Schaum. Hier sind die Kaffeebohnen drinnen. Die haben das richtig schön gemacht. Also richtig echt sieht das aus. Ein Kaffee. Den Kaffee muss man reintun, ne? Ja, das ist das erste. Da haben wir jetzt Batterien reingetan, drei Stück. Und das ist Linas. Ich mach das mal kurz leiser. Also aus. Zeig mal deinen Stabmixer. Wie funktioniert das? Stabmixer, genau. Wow. Und das kann man auch hier dran machen, ne? Hier dran und hier. Genau. Kannst du das alleine? Okay.
Kaffee hin. Sehr gut, hast du das gemacht. Und jetzt? Wow, ich mache deine Hand weg. Und dann dreht sich das wieder. Richtig schön, ne? Ja, Sir. Macht dir das Spaß? Hä? Muss man aufdrehen, Schatz. Macht dir das Spaß? Ja. Ja? Sag ja. Mal Dankeschön. Danke. Da ein Kuss. Ja. So, bitteschön. So, Sasa. Und? Wie du aussiehst. Hoppa. Andersrum, ne? Genau. Wow. Ganz toll, ganz toll. Ja, ich habe das ausgemacht, weil das zu laut war. Warte, damit man mich besser hört. So, jetzt. Der ist mittlerweile schon am Kochen. Es gibt Nudeln, Muschelnudeln mit Hähnchen, Brokkoli, Sahnesoße. Ne, Schatz? Yo, yo! Leckerli! Ich bin übrigens die ganze Zeit hier am Aufräumen. Ich habe jetzt Linas Ecke komplett ausgemistet. Das sind ihre Legos, ihr Puppenhaus. Dann habe ich jetzt ihre Spielzeuge einmal hier hin. Und mal hier alles sortiert. Mal schauen, wie lange das hält. Lass mal durch, Schatz. Ja, und hier ist ihre Mikrowelle. Hier habe ich ihre Bücher hingestellt. Ja, und hier steht Olaf, ne? Hallo, Olaf. Hallo, Olaf. Kopfschmerzen. So, dann habe ich jetzt hier alles reingepackt, was weg kann, was wir nicht mehr brauchen. Jetzt werde ich dann verkaufen. Und hier ihr Schrank habe ich auch, also ihre Ecke habe ich auch ausgemistet. Hier habe ich jetzt ihre Spielsachen und so alle reingetan, weil das alles immer in die Küche geschmissen hat. Und hier sind Lias Spielzeuge. Hier sind dann Bücher. Ich werde mal schauen, dass, wenn wir nächste Woche mit meiner Freundin zu Ikea fahren, dass ich hier ein Regal kaufe und dass wir die Spielzeuge da rein tun. Ja, ich weiß nur nicht, was ich hier mit dem Zelt machen soll. Damit spielt man dann nämlich nicht mehr. Ja, mal schauen, was wir damit machen. So, ihr Lieben, heute ist schon der nächste Tag. Wir frühstücken jetzt mit Lina. Und danach muss ich auch der wecken. Der muss nämlich gleich los. Ja, Lina schläft neben Papa. Und Lia wird heute das erste Mal geimpft. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Auder kann leider nicht mitkommen, weil er nicht da ist. Aber das kriegen wir schon hin. Ne, Lina? Mhm. Ah. Das kriegen wir schon hin, ne?
Nee. So ihr Lieben, ich habe gerade meine Zähne geputzt. Susanne ist, glaube ich, da. Und wir bekommen noch ein Paket. Ich hoffe, der Bote kommt jetzt so schnell wie möglich. Mensch. Müssen wir. So, wir sind jetzt beim Kinderarzt. Zu viert. Und Mia wird gleich geimpft. Ich bin mal gespannt, ob ich diesmal weine. Bei Lina hat ich geweint. Hast du Angst? Ja. Warum hast du Angst wegen Mia? Eine Angst. Lina Angst und Lea hat auch Angst. Sieht aber nicht so aus, als ob Lea Angst hätte. Lea chillt ihr Leben noch. Und übrigens wird noch der Hüftscreening gemacht, ob das alles okay ist. Das machen wir doch. Lina, so ihr Lieben, ich bin wieder zu Hause. Lias Hüften geht super, zum Glück. Es ist alles, wie es sein sollte. Gott sei Dank. Ja, sie hat ein bisschen geweint. Ich hatte auch Tränen in den Augen, aber ich habe jetzt nicht geheult. Ja. Ja, es ist jetzt vorbei. Sie hat 2 Spritzen bekommen und dann noch was in den Mund. Ich zeige euch mal kurz den Einkauf bei Lidl. Und zwar haben wir einmal Schokoladencookies geholt. Wir kriegen morgen nämlich vielleicht Besuch von Freunden. Ist mir das sicher zu 100%. Ich habe gleich 2 geholt. Dann 2-mal Reiswaffeln. Dann habe ich geholt einmal Gouda. Eisbergsalat. Wir machen nämlich gleich Burger. Susan kommt jetzt gleich mit Anita. Sie holt kurz Anita ab vom Kindergarten. Dann 2-mal Erdbeeren. Himbeeren. Muffins. Einmal Sandwichsoße. Auch der mag das total. Und einmal Hamburgersoße für unsere Burger heute. Dann habe ich das erste Mal diese Hamburgerbrötchen geholt. Susan meinte, die sind lecker oder die sehen lecker aus. Auf jeden Fall haben wir die geholt. Dann 4 Packungen, nicht Spaß. 2 Packungen Burger, die anderen 2 gehören Susan. Die haben die aber hochgebracht, damit wir die kühl lagern. Dann einmal Tomaten, eine Gurke. Lena durfte sich was aussuchen und die hat sich in der Regel ausgesucht. Sie hat jetzt 1 gegessen und mehr isst sie eigentlich auch nicht. Genau wie bei den Überraschungseiern. Ich werde das jetzt wegtun und wenn Besuch kommt, rausholen. Dann 2-mal Cola. Ich finde, Birke ohne Cola geht nicht. Und einmal ein Kinderüberraschungsei von der Lidl-Marke. Ich bin mal gespannt. Also das sieht schon mal sehr gut aus. Und ob der auch annähernd so schmeckt wie den Originalen. So. Der Paketbote war gerade da, ich habe jetzt alles eingeräumt. Lina hat ihr Puzzlespiel weggeräumt. Ich habe jetzt auch alle Legos und das Puzzle weggeräumt, damit die hier mit dem Puppenhaus und mit der Küche beschäftigt sind. Weil es sieht hier danach immer aus wie ein Schlachtfeld, wenn Madame danach nicht aufräumen möchte. Und wenn sie nicht aufräumen will, dann darf sie auch nicht spielen. Ich weiß nicht, wie ihr das regelt. Ich regel das so. Und finde das auch nicht schlecht, wenn mein Kind ihre Spielsachen nicht aufräumt, dann darf sie auch nicht damit spielen. Was denn? Ja, der Saurier muss aber noch ein bisschen laden. Wo ist eigentlich mein Handy? Da. Ach, da. Genau, ich tue dann die Sachen weg. Und meine Mutter hat das bei mir auch gemacht. Dann durfte ich auch eine Woche mit meinen Lieblingsspielzeugen spielen, bis ich dann wieder aufgeräumt habe. Und dann habe ich auch aufgeräumt. Ja, wenn du aufräumst, darfst du auch mit deinen Legos spielen, ne? Aber wenn du nicht aufräumst, darfst du nicht mit deinen Legos spielen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht finden einige das zu streng. Ja, ich mache das auf jeden Fall so. Finde das auch nicht schlimm. Dann hat sie halt nur 2, 3 Sachen zum Spielen und kann sich dann entscheiden, womit sie spielen will und räumt danach auch auf, wenn sie mit was anderem anfangen möchte. So ihr Lieben, wir haben gerade Burger gegessen. Dann habe ich für die Kinder einen Obstteller gemacht. Gemüseteller, das haben wir auch ein bisschen gegessen. Die haben jetzt auch ganz brav aufgeräumt. Susan war nämlich kurz die Orangen bringen. Die haben wir im Auto vergessen. Und in der Zeit habe ich mit den Kindern aufgeräumt. Die haben das auch sehr gut gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Ja, mein Auge ist wieder dick geworden, wie man sieht. Ich habe nämlich Möhren und Äpfel geschnibbelt. Habe es voll vergessen. Wieder
dass ich meine Augen... Ja, und das waren die Zäpfchen, die 90 Cent gekostet haben. Die sind bestimmt richtig klein, ne? Ja, gibst du mir kurz bitte die Blutorangen? Boah, die sind schön groß für ein Kind. Apropos! Mein armes Baby. Aber bis jetzt ist sie nur am Schwitzen, zum Glück. Ansonsten hat sie nichts. Morgen kriegen wir Besuch. Samstag verkaufe ich auf einem Online-Flohmarkt unsere ganzen Sachen von Nina und Lia, die wir nicht mehr brauchen. Aber vorher gehen wir noch mal in die Stadt. Erdbeeren willst du essen? Ja. Durch. Das? Ja. Das sind Himbeeren. Willst du Himbeeren essen? Nein. Was ist denn an dem? Nein, Erdbeeren. Erdbeeren. Die. Ja, die. Schneid das so, das hier schnell geschickt. Okay? Ja. Nun runter, nein. Nein, so als sie. So? Blattern, dann warten. Am dabei und zusammen da. So ihr Lieben, ich räume jetzt die Küche auf und danach muss Lina baden. Lina ist übrigens hier, mein Engelchen. Sie liegt hier und es geht ihr ganz gut, ne Schatzi? Ups, da hat sie gekotzt. Lina, gibst du mir kurz das Spucktuch, Schatz, da? Ja, ich würde auch sagen, ich beende den Vlog hier und hoffe, ihr macht fleißig beim Gewinnspiel mit. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Tschüss!